möchte begrüßen zu einer lustigen Aufgabe, die mir Dominik Gerster von den Life Science Leuten geschickt hat. Lieber Herr Müller, nur Herr Müller, im New Yorker Hochhäuser sind die Fenster ab einer gewissen Etage vergittert. Dies angeblich, weil selbst ein Zentstück, das aus dem höchsten Stock des Empire State Buildings, also aus fast 180 Metern Höhe fallen gelassen würde, ein Autodach durchschlagen könnte. Nur meine Frage, ist dies möglich, dass eine Münze solch hohe kinetische Energie erreichen kann, wird sie nicht durch Reibung zu stark abgebremst? Das ist eine Frage, die wir uns rasch auch quantitativ überlegen können. Die 380 Meter sind natürlich sehr hoch. Man kann sich fragen, ob dann die Fallgeschwindigkeit wirklich dauernd zunimmt, ob also da eine Münze, die immer schneller wird, immer weiter hinunterfällt, auch immer schneller wird. Das würde sie im Falle einer luftleeren Situation tatsächlich machen. Und die würde dann am Schluss ohne weiteres so schnell werden, dass sie auch etwas Größeres zerstören kann, vielleicht das Autodach durchschlagen. Aber wir haben ja Luft und das sorgt dafür, dass das Runterfallen der Münze am Anfang schon schneller wird. Aber irgendwann stellt sich dann auch eine konstante Geschwindigkeit ein. Und die Frage ist, wie groß ist das? Man nennt das auch die stationäre Geschwindigkeit. Also die stationäre heißt nicht, dass sie stillsteht, die Münze, sondern dass sie einfach die Geschwindigkeit nicht mehr verändert. Es hängt aber jetzt sehr viel davon ab, wie die Münze genau herunterfällt. Im Extremfall fällt sie runter wie so ein... Fällt irgendwie so runter, wie so eine scharfe Scheibe, wie ein Messer. Im anderen Fall würde sie eher so runterfallen, vielleicht ein bisschen hin und her schweben. Wenn Sie mal ein Blatt anschauen, das von einem Baum runterfällt, das ist ja, das fällt ja nicht runter wie so ein Pfeil, sondern wird dann so runter schweben. Nun, eine Münze ist natürlich schwerer. Also wie sind da genau die Strömungsverhältnisse? Dreht sie einfach irgendwie oder ist sie dann stabil irgendwann? Und wenn sie runterfließt, fließt dann eher so oder eher so runter? Der schlimmste Fall ist sicher der, dass sie so runterfällt. Also so, dass dann die Luft, der Luftwiderstand klein ist und dadurch die Geschwindigkeit am Schluss groß wird. Wir können mal diesen Fall annehmen und schauen, wie groß die Geschwindigkeit wird. Wenn wir die dann mal kennen, dann ist natürlich die nächste Frage, was braucht es, um jetzt so ein Dach zu durchschlagen, ein Autodach? Dafür muss man halt eigentlich die Dachmaterial und Dicke und so weiter kennen. Und dann die Festigkeit gegenüber solchen Schlägen auch kennen. Da kann ich Ihnen keine Zahl liefern, wie schnell das sein muss, ob da 100 Stundenkilometer reichen oder ob es weniger oder mehr ist. Was ich aber sicher sagen kann, ist, wenn da eine Person drunter ist, die wird dann schon was spüren. Und Dach könnte man auch sagen, es könnte ein Schädel sein, der dann eventuell durch seine Münze einen Anriss bekommt oder so. Deshalb, wir wollen jetzt mal die Geschwindigkeit einfach ausrechnen und uns dann auch nicht allzu viel Gedanken darüber machen, was die jetzt dann bewirken könnte, weil ich da die Daten einfach nicht habe. Aber dafür, da haben wir auch im Unterricht eine Formel kennengelernt. Wir haben nämlich gesagt, wenn die Geschwindigkeit konstant ist, dann ist die Beschleunigung ja 0. Dann ändert sich dann nichts mehr an der Geschwindigkeit. Und wenn die Beschleunigung 0 ist, heißt das, dass die resultierende Kraft, die auf die Münze wirkt, auch 0 ist. F total. Die setzt sich zusammen aus zwei Kräften. Die Münze hier, sagen wir so, runterfliegen im schlimmsten Fall. Wir haben einmal die Gewichtskraft, G, die wir ausrechnen können, wenn wir die Masse der Münze kennen. Und wir haben die Reibkraft, die Münze abbremst aufgrund der Luftreibung. Und eben in dem Fall, wo die stationäre Geschwindigkeit erreicht ist, ist die Reibkraft gerade gleich groß wie die Gewichtskraft. Deshalb ist dann auch die Gesamtkraft 0. Und weil diese Reibkraft eben dann auch mit der Geschwindigkeit zu tun hat, das sehen wir gleich, kann man daraus dann die Geschwindigkeit berechnen. Die Reibkraft bei einer Münze oder generell bei einem Körper, der turbulent umströmt ist, ist diese bekannte Formel 1/2 cv rho, in dem Fall von der Luft, mal die angeströmte Querschnittsfläche mal die Geschwindigkeit im Quadrat. Also cv-Wert. Das ist die Windschlüpfrigkeit der Münze, die müsste man dann nachschauen oder kennen. Die anströmende Fläche muss man auch kennen. Ich habe vorher die Daten mal rausgesucht für so eine Münze, das können wir nach rasch einsetzen. Und damit können wir also die Reibkraft berechnen. Und für die Gewichtskraft brauchen wir einfach m mal g. Die Masse habe ich auch nachgeschaut.
für eine Euro-Münze mal, Sie haben hier ein Centstück erwähnt, da ist dann halt, sind die Daten ein bisschen anders. Aber schauen wir mal, was da rauskommt bei einer Euro-Münze. Wenn die beiden Kräfte vom Betrag her gleich sind, kann ich sie so gleich setzen und nach V-Quadrat auflösen. Ich mache das mal. M mal G ist gleich 1/2 Rho A V-Quadrat mal der CW-Wert. Und dann also V-Quadrat auflösen, ich mache jetzt alles in Blau, dann steht hier also 2 mal M mal G auf der linken Seite durch die Dichte von der Luft mal die Querschnittsfläche von der, die angestrebte Querschnittsfläche von der Münze mal der CW-Wert und die Wurzel daraus. Die Formel gilt nur dann, wenn sie bereits stationär fliegt. Dann suchen wir mal die Daten raus. Die Münze hat eine Masse von 7,5 Gramm, also 0,0075 Kilogramm. Die Einheiten lasse ich weg. Ich nehme also SI-Basiseinheiten. Die Fallbeschleunigung ist ja bekannt, 9,81 bei uns. Dichte von der Luft setzen wir auf ungefähr 1,4 Kilogramm pro Kubikmeter. Jetzt die angeströmte Querschnittsfläche. Wenn die Münze so flach fliegt, ist diese Fläche hier, also das ist in Richtung der Flugbewegung, die hat hier 23 mm Durchmesser und 2,3 mm Dicke. Das heißt, wir können die zwei dann direkt miteinander multiplizieren, um diese angeströmte Querschnittsfläche zu berechnen. Wenn sie so fliegt, wenn sie flach fliegt, dann wird die Fläche viel größer natürlich. Wir wollen ja eine große Geschwindigkeit erreichen, um da mal den schlimmsten Fall, den Worst Case zu erhalten. Also müssen wir das hier miteinander multiplizieren für A, also 0,023 für die Länge hier und die Breite ist 0,0023. Im Quadrat, also in Metern immer ausgedrückt. Und jetzt für den CW-Wert, da findet man jetzt nicht gerade Zahlen, um genau die Situation zu berechnen. Aber der CW-Wert wollen wir jetzt möglichst klein ansetzen. CW-Werte gehen von so 0,4 bis etwa 1,3 typisch bei normalen Objekten. Ich nehme mal eine kleine Zahl, 0,5. Einfach als Beispiel. Und dann wollen wir ausrechnen, was da rauskommt. 2 mal 0,0075 mal 9,81 durch 1,4 durch 0,023 durch 0,0023 durch 0,5 gleich und dann die Wurzel daraus 63 Meter pro Sekunde. Das ist dann doch schon recht beachtlich. Wenn wir das jetzt in Stundenkilometer umrechnen, müssen wir es mit 3,6 multiplizieren. 227 Kilometer pro Stunde. Das wäre so der Worst Case. Jetzt kann man da den Impuls ausrechnen, zum Beispiel. P ist gleich M mal V, der Geschwindigkeit. Man kann dann abschätzen, wie lange so ein Stoß dauert. Wenn die Münze elastisch aufspringt, dann ist ja, die Impulsänderung Delta P zweimal dieser Impuls, weil sie dann zuerst nach unten und dann nach oben geht. Und das kann man dann gleichsetzen mit dem Kraftstoß F mal DT. Wenn man die Zeit kennt, wie lange der Stoß dauert, das sind vielleicht eine Millisekunde oder so, kann man damit die Kraft ausrechnen. Wenn man die Kraft dann kennt, die man braucht, um die Münze so quasi wieder retour zu beschleunigen, kann man sagen, der Druck P, also jetzt in dem Fall Druck, nicht der Impuls, der Druck ist Kraft pro Fläche. Und zwar ist das die Fläche, wo die Münze so auftritt, das ist eine ganz kleine Fläche, das gibt einen sehr großen Druck und damit ist dann vielleicht die Belastungsgrenze des Daches schon überschritten. Also mit diesen Zusatzüberlegungen, mit dieser schlimmstmöglichen Anfangsgeschwindigkeit könnte ich mir vorstellen, dass tatsächlich so etwas in Brüche geht oder eben mindestens sehr schmerzhafte Verletzungen entstehen. Insofern sind diese Gitter
schon sinnvoll, wobei ich jetzt das Argument mit der Münze vielleicht, das ist vielleicht nicht das Wichtigste, sondern dass man einfach sonst nicht Sachen runterwirft. Also die Amerikaner sind ja da manchmal sehr kreativ. Deshalb, ich würde sagen, ist nicht ganz falsch, was da behauptet wird. Von mir aus ist sowas denkbar. Ich sehe nicht, ich habe die Höhe gar nicht gebraucht. Ich habe einfach angenommen, dass die Münze so lange fliegt, bis sie eine Endgeschwindigkeit hat. Das heißt, man könnte noch überlegen, ob die wirklich nach 380 Metern schon erreicht wird. Da müsste man dann eine dynamische kleine Analyse machen, die man auch auf ähnliche Art berechnen kann. Also wann ist das dann wirklich der Fall? Wie hoch muss der Körper runterfliegen? Aber wir haben jetzt den Worst Case angenommen, es ist genügend hoch, dass diese stationäre Geschwindigkeit erreicht wird. Und dann haben wir also tatsächlich eine Geschwindigkeit, die doch ganz beachtlich ist. Ich hätte das nicht erwartet, dass es so groß wird. So, das war für Herrn Gerster und bis zum nächsten Mal.